Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin so Sly. Ein paar Zyklen vergangen und ich habe mir Dinge vorgenommen, die ich so nicht eingehalten habe. Dafür habe ich andere sehr schöne Dinge gemacht. Zumal habe ich hier Pufflet-Eier, die werde ich natürlich in den Bereich verlagern, wo ich überall Puffs gerne lager. Und zwar ein Bereich, wo verschmutzter Sauerstoff anfällt. Boah, da könnte sich auch hier das Chlorin rausnuckeln lassen, ne? Noch so. Noch so. Immer mal gerade mit Gas. Hey, ist schon hier das meiste Verschmutzte. Das ist schon richtig. Ich könnte auch. Das ist noch eine gute Idee. Ich könnte hier einfach noch einen Luftsiegel durchschicken. Dann kriegt hier ein bisschen mehr Varietät drin. So, meine Pufflets, die sind mir hier und tun dann immer wunderbar die ganzen Sachen. Umwandeln. Also entweder A, kacken sie mir danach Oxalyt, was ich super für meine Weltraumsachen brauche, oder B, verwandeln wir schmutzen Sauerstoff halt in den guten Alten. Lord Traube Taube. Lord Traube Taube. Ja, danke schön für den Follow. Okay, mitten in die Aufnahme geschafft. Ich gratuliere. So, der Sly hat eigentlich, wollte jetzt alles fürs Weltall fertig machen, aber somehow over the rainbow didn't work. I don't know why. So ist es manchmal. Ach, darum habe ich hier gerade Schmutzwasser. Ich denke so, warum habe ich das hier? Das erklärt das. Aber meine Schlimm kommt hier. Wird ja auch toll. Der Sly dachte sich so tolle Dinge wie, mach's jetzt deine Leute für Weltall fertig. Weil ich habe ja hier ein ganzes Paket mit Büchern. 1000. Ein Buch, ein Kilo, ja. Also 1057 Bücher. Wenn wir hier einen neuen Planeten gehen. Ich habe ja die Problematik, dass ich kein Metall habe. So, und hier gibt es Metall. Hier gibt es auch Gas, aber ich muss hier landen und ich muss direkt eine Basis irgendwie etablieren. Und ich muss da auch relativ viel Nahrung hinbekommen und ihr seht, meine Nahrung ist jetzt aktuell nicht so berauschend. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Ehrenmatsch zu machen, habe ich auch nicht. Aber ich kann, ich glaube, Matschriegel frittieren. Matschriegel frittieren. Viel Nahrung da, aber ich könnte auch über die Sachen. Ich habe Sachen ja zum Anbauen mit. Wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal hier eine rigorose Erde und Wasser. Da habe ich gerade aktuell gar nicht so viel. Hier ist nicht richtig. Ich habe jede Menge Wasser, aber wir müssten es gerade separat ein bisschen abfangen. Ich meine, why not? Aber könnte auch schöner sein. Eine Leiter da, ne? Ja, mein Gott, da müssen sie halt ein bisschen Luft holen dabei. Life's not easy. Wir sind mit der Forschung komplett durch, darum habe ich die Forschung abgerissen. Und jetzt das Wichtigste. Was hat das Sly gemacht? Der wollte einfach heute locker in den Stream starten. Ich hatte das letzte Mal die Jeffreys-Röhre angekündigt und habe gesagt, so komm, pass auf. Wir bauen die jetzt erstmal richtig aus. Also anstatt hier dieses ganze hässliche Strom-Hack-Mack, ne? Hatte ich keinen Bock drauf. Ich sage, komm. We do it different. Die hier müssen sowieso einspeisen. Lassen wir es gerade. Ist hässlich, aber manchmal kommst du uns hässlicher halt auch nicht drum rum. So, dann kann ich das hier gleich wegmachen. Dann ist das etwas minimal schöner. Anstatt dieses Zackengebarsche hier. So, können sie da mal wegmachen. Sehr schön. So, habe ich gesagt, wir befüllen jetzt die Jeffreys-Röhre und guckt es euch an. Saubere Stromleitungen, die nach unten gehen, eine Verteilung haben. Hier auch. Hier unten das ganze Ding. Hat sogar, nee, ich glaube, das ist auf Last, genau, weil ein bisschen mehr als nötig, aber das ist okay. So, der hier auch, der hat sogar noch ein bisschen Platz, hat hier ein paar Verteiler an den Seiten. Geht hier runter, nimmt das mit. Ihr seht das. Hier auch die zwei großen, einmal A für die 1200 hier und dann hier nochmal den Rest. Hier bin ich fast an der Grenze. Hier habe ich einen sauberen mit ein bisschen Luft und hier habe ich einen sauberen. Ich habe übrigens keinen Bock mehr, mich um die Schubfühleier zu kümmern. Warum hat das ein Duplikant gemacht?
Eigentlich sollte das nur beim Aufräumen gehen. Geht gerade nicht. Muss das gleich noch... Doch, der käme dran. Hä? Warum tut der Räumer das nicht räumen? Kann der Räumer nicht mehr ein automatischer Ausgeber? Hat der ein Problem damit? Bin sehr irritiert. Normalerweise. Okay. Kommt doch dran, er hat doch wirklich die zwei hier oben. Und er kommt hier nicht hin. Also er müsste alles, was hier liegt, aufnehmen oder hier unten und da oben reinschmeißen. Also, why the fuck? Ihr braucht doch jetzt nicht noch einen Eingeber und einen separaten Ausgeber. Ah. Oh, smart. Da schiebe ich mir während der Aufnahme was zu essen rein. Danke. Hm. Nun ja. Bewundert dieses wundervolle Stromnetz. Es ist ein Anfang. Es ist schöner als vorher. Und das will was heißen. Hm. Oh. Hm. Oh. Oh. I did shit. Okay, ich habe irgendwie ein bisschen Blödsinn gebaut. So, jetzt kann der auch vernünftig abgepumpt werden. Ich bin begeistert. Ich meine, hey, sollen meine Leute ein bisschen was zu wischen? Allen geht's gut. Sollte anders laufen, aber... Geht ja nur mit Keim. Egal. So. Wir frittieren jetzt erstmal ein paar Matschriegel. Ich habe Wasser, ich habe Erde, ist alles möglich. Aber wo ist alles möglich, ne? Mir fällt mal gerade was auf, Leute. Mir eh den ganzen Spaß, ne? Denkst du, ich habe irgendwann mal gedacht so, ey, es wäre smart, hier meine Taschenlampe anzumachen, wenn jemand hier arbeitet? Dass literally das Licht angeht. Da dachte ich mir, damit das schneller passiert, das wäre ja smart. Aber rat mal, wer nicht smart ist. Boah, ich glaube, ich erwische alle drei Felder damit. Er steht nämlich in der Mitte. Bin hierbei nicht sicher, aber beim Kochen bin ich ziemlich sicher, dass die Mitte ist. Wäre ja. Hervorragend. So, können Sie mal gerade bauen. Eigentlich sollten Sie relativ fix zugange sein. Sollte fix gehen. Dann geht das hier auch ein bisschen schneller mit Licht. So, ja, die sind sehr fix. So, warte mal. Matschriegel frittiert. Doch, der verfällt. Fuck. Okay, aber ich muss halt jetzt erstmal einen Teil durchfrittieren. Hilft alles nichts, muss gemacht werden. Wir brauchen Nahrung fürs Weltall. Und da sind wir gerade not so good. Und irgendwie muss ich da mal auf den Nenner kommen. Ich bin gerade überlegen, ob Läusebrot besser wäre, aber das verfällt mir ja genauso.
Wie es von einem minus 1 einfach 0 wird, weil ich es frittiere. Finde ich immer noch witzig. Läusebrot kann ich, glaube ich, gar nicht frittieren, ne? Das wäre auch zu gut. Ich kann halt Matschriegel frittieren, aber das Läusebrot nicht. Wobei das Läusebrot literally ja immer noch frittiert die geilere Wahl wäre, finde ich mir, ne? Aber ja. Wir kümmern uns darum, wenn es soweit ist. So. Jetzt schauen wir mal. Wir brauchen 3 Leute fürs Weltall. Wir haben länger nicht mehr meine Fähigkeiten angeschaut. Wir sollten das mal vielleicht ausräumen. Ist es jemand in der Rakete? Why ist jemand in der Rakete? Welchen Grund ist Holy Monkeys in der Rakete? Ach, weil er den Matsch hier einlag. Gibt Sinn. Das muss alles rüber. Wir haben 57 Gramm von der Hexe der Dartfrucht. Das muss rüber in den anderen. Hier muss dann nachher frittierter Matsch. Habe ich frittierter Matsch hier? Schmutzwurz. Also erstmal alles, was ewig haltbar ist. Und naja, gut, frittierter Matsch, weil... Ist das Kacke. Was willst du machen? Jetzt kriegt man eine 8. Nur um sicher zu gehen, dass es da rumlandet. Hier könnte ich auch mal einen Luftfilter einbauen. Habe ich hier noch gerade ein bisschen Strom? Habe ich sogar. Guck mal, es stört mich schon die ganze Zeit, dass ich hier immer die Kackluft habe. Gerade einmal. So. Dann suchen wir uns jetzt nämlich die Duplikanten aus. So. Wir sind hingekommen. Das ist okay. Hier habe ich Luft. 3 Punkte Luft finde ich okay. Man könnte jetzt sagen, ich nehme noch ein bisschen mehr rein. Aber ich sehe das nicht. Das ist auch auf meinem zweiten Planeten. Da möchte ich aktuell, glaube ich, ich könnte eine einfache Stärke dazu nehmen. Aber ich lasse lieber den Spielraum. Und ihr seht, das hier ist schon ziemlich hart. So, während wir hier, mein Gott, fast freie Auswahl haben. Ha, 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 ha. Du denn keinen Schutzanzug hinbekommst, Schmitzel? Funny. Schleuder-Ben. Pyrotechnik. Und fertige Lager. Ich glaube, den brauche ich für das Ding. Aber Pflanzenpflege wäre ja vielleicht gar nicht so bad. Guck mal hier. Erstmal das lernen, was du geil findest. Oh, Pyrotechnik. Satisfier, wollte schon sagen. Satisfier. Satisfier. Ach, meine lieben Duplikanten. Okay, okay, okay. Viehzucht. Oh, why not? Kriegen wir noch mit hin. Pete ist ausgelastet. Yara ist ausgelastet. Yoshi? Ah, genau. Jojo? Jojo mag Wahnsinn. Die Monkeys. Ausgelastet. Auklotz. Sag mal, Schutzanzug, mein Freund. Was denn hier? Eselmelli. Auch noch richtig Luft. Banker, Brother. Du bist ja auch eigentlich relativ hart an der Grenze. Nee, ist gar nicht an der Grenze. Hier kann ja noch was anfangen. Sagt er und muss gleich sich Duplikanten aussuchen, die er ins Weltall schickt, ne? So. Fangen wir mal an. Wir brauchen jemanden, der das Raumschiff leitet. Da hatten wir schon jemanden, ne? Wir wissen, ist das alles Schmitzel. Schmitzel, guter Boy. Der wird da nicht landen. Wir schicken 2 Duplikanten hin und einer muss wieder zurückschicken. Das heißt, Schmitzel ist raus. Jetzt brauchen wir Duplikanten, der vernünftig graben kann. Am besten schon, also, ne? Isemelli fällt raus. Hauklotz, kann das. Kann auch grillen. Hauklotz kann... Die müssen wir noch vorher scrappen, damit wir die nachher auf die wichtigsten Punkte setzen können. Aber es wäre ja vom Vorteil, wenn wir erstmal jemanden nehmen, der vielleicht einen Bonus oben bei Graben hat. Taxos. Landwirtschaft und Graben. Ist eigentlich ein guter Call. Ich schreibe mir das auf, weil ich mein Banana Brain sowas mich dann gerne vergisst. Ich weiß die freiwillige Meldung schon sehr zu schätzen, aber wir müssen auch schauen, wie wir das hier sinnvoll hinkriegen. Taxos ist eine gute Wahl. Er hat 2 Beliebtheit auf wichtigen Sachen.
Also, aus. So, wir haben also Landwirtschaft und Graben. Land. Eco wäre schon nicht schlecht. Doktor. Eco und Doktor. Eigentlich will ich jemanden mit Kochen haben. Bau ist auch nicht schlecht. Ah, basteln. I don't know. Landwirtschaft haben wir schon. Ob jemand, der Kochen gerne macht? Snooze. Snooze macht Kochen und Bau gerne. Deko wäre nice gewesen. Snooze kann nur nicht Doktoren. Das ist richtig schlecht. Wenn ich einen neuen Planeten habe, brauche ich jemanden, der ihn irgendwie versorgen kann. Schade. Sly tut auch nur gerne graben, sonst würde ich mich hinschicken. Oh, Landwirtschaft auch noch. Land und Graben. Naja, ah, da war was. So, okay, wenn ich das nicht kriege. Oh, doch, Hauklotz tut gerne grillen. Entschuldigung. Und bauen auch. Hauklotz. Entschuldigung. Ich hab nichts gesagt. Hauklotz kann auch Doktor. Super, Hauklotz. Okay, die beide scrammen wir jetzt. Wir haben unsere Opfer gefunden. Apropos scrammen. Ich habe die vom Strom genommen, weil not necessary. Werden diese wunderbaren neuen Artefaktstationen, die wir hier sowieso nicht mehr needen, weil. For what? Werden wir mal kurz umbauen. Finde das schön, wenn ich einen Zerlegen-Befehl gebe, dass das keiner macht. Weiß nicht, ob mich das beunruhigt oder nicht, aber. Ach, ernsthaft, Deko brauche ich auch nicht mehr. Ihr seid doch alle Kacke. Okay, geht die halt auch. So geht nicht mehr, tut mir leid, Sir. Nix Deko für Sie. Nur Deko for you, Sir. Was hast du? Ne, das bleibt da. Nein! Weigere mich. Deko bleibt. Deko bleibt. Die Deko bleibt. So. Du meinst, nein, ich will meine hübsche Deko. I want my Deko. Hast nicht genug hübsche? Dann hier noch Granit hin. So. Warum ich das mache? Einfach aus Just for Fun. So, hier habe ich noch Saft. 750. Ja, ich werde Grabber und Architekten-Buddy never ever alle gleichzeitig laufen haben. Daher mache ich mir da wenig Sorgen. Wir reißen die ab und bauen die einmal neu. Zerlegen und zerlegen. Die brauchen wir hier oben nicht mehr. Die Krankenbetten können alle so bleiben. Auch die Türen sehe ich eigentlich gar nicht mehr ein, ne? Wir könnten die Türen auch einfach mal. Ich hatte mir mal irgendwann mal was dabei gedacht. Gut, dass das keiner mehr überprüft. Uran. Der gesunde Shit. Bauen wir erstmal neu, dann werden wir neue Druckerzeugnisse. Ja, da. Das Schöne ist, wir brauchen ja sowieso, wenn wir die wegschicken, neue Duplikanten. Sehr produktiv ist natürlich nice. Medizin gesenkt kann ich mitleben. Die gefällt mir echt gut, ey. Den behalten wir. Wir wollten sowieso, ich weiß gar nicht mehr. Bunker Brother, war da nicht irgendwas davon, dass deine Frau dringend irgendwie in diese Kolonie wollte? Ich hab da noch irgendwie was im Ohr. Ja, irgendwas war da doch, oder? Wenn ich mich täusche. Übrigens, meine Fischfarm läuft immer noch, ne? Genauso wie sie sollte von früher, ohne dass den Packwurst. Irgendwie mehr und ich habe. Kann ich eigentlich sehen, wie viele Tiere ich habe? Warte mal. Kann nur Paco schauen. Aber ich kann nicht schauen, wie viele Tiere ich habe.
Muss sehr viel drin sein. Ich bin immer noch nicht wieder oben. Wie viele Packungen sind denn da drin? Wow, okay, da sind sehr viele Packungen drin. Okay, Fish is on its way. Genauso ist es. Ja, dann wird die nächste Kandidat deine Frau. Da wird sie sich freuen. Dazu müssen wir Leute aber erstmal auch hinschicken. So, hier wird jetzt gerade... Wir werden einmal Saxos und... Auklotz einmal vorbereiten. Sich für die Kolonie... ehrenvoll zu schütteln lassen. Natürlich. Natürlich. Das ist etwas, was wir in der nächsten Folge sehen. Das heißt, wir werden dann unsere mutigen Kolonisten hoffentlich in den hohen Norden schicken. Auf eine Suizidmission, wollte ich schon sagen. Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Könnte hier auch mal wieder kühler werden. Wann bricht der nicht mal wieder aus? 7,7 Zyklen. Ja, ich brauche aktuell keinen. Ich habe hier ein bisschen Eisen und Stahl gemacht, als es sehr nicht lief. Und darum ist das jetzt so warm. Ich meine, ist nicht schlimm. 27 Grad ist immer noch 25 Grad top zum Kühlen. Ihr seht, die restliche Basis ist ein Traum. Da mache ich mir keine Sorgen, aber... Oh Gott, wenn ich die in Weltall schicke, ne? Sobald die gelandet sind, oh Gott, werde ich da erdrücken. Gottlos auf Mutter. Da gibt es dann einfach nur noch Traumsparty. Haben wir beide? Weg fehlen Ressourcen. Hier fehlt niemand Ressourcen. Fähigkeit zurückgesetzt, danke. Lange Arbeitswege. Also. Das hat sich nicht geändert. Wir haben halt. Dinge. Das halt. So, was hat er hier dran? Ach, 2,7. Benutzt den. Die dran. Ja, Schmutzwasser. Solange der nicht läuft und eine 50-50 nach unten abgibt, sehe ich da auch aktuell. Aber ich habe auch keinen Bedarf, hier 500 Sachen zu züchten. Es reicht das bisschen tatsächlich hier. Der einfach nie drüber hinauskommt. Aber ja. Und soll einer sagen, Packos sind nicht warm, ne? 29 Grad Wasser da unten, nur mal so zur Hinsicht. So. Sonst müsstest du einen Raum um die Stelle bauen und einen Tierzähler oder Aussetzer und reinsetzen. Nee, hab ich keinen Bock. Wetten werden angenommen, wer als erstes stirbt. Das sehen wir in der nächsten Folge. Gut.